so läuft es nicht gerade in Dönerladen. Und wie soll ich sagen, ich bin ja allein noch bereit bekommen und habe hier mit 3 neue Haustiere gekauft. Einmal können wir rüberschwenken. Komm mal rüber bitte, das ist zu viel Hilfe für die Haustiere. Ja, also wie findet ihr die? Schreibt es in die Kommentare. Wir haben auf den größten Hund, ich meine größte Tier, sorry. Hallo, bitte nicht einmal zu Haustieren, ne? Ich hab dafür bezahlt. Auf jeden Fall, ja, Leute, wie findet ihr die? Schreibt es in die Kommentare und dann kommen wir zum neuen Takes. Leute, warum gehen die alle so komisch? Kann mir das mal jemand erklären hier? Ali, geh weg. Genau wo die Menschen kommen, reicht, ne, Ali? Also, Bild, Junge, du machst das ganze Bild kaputt. Jo, Leute, wir müssen leider. In der Zwischenzeit, wo wir nicht gefilmt haben, hat Joni seine Haare geschnitten. Freshen Haircut, Junge, mein Bruder. Der hat mein Leben zerstört. Bruder. Was sagst du zu dem Friseur, Johnny? Wie war der Friseur? Geiziger Hund. Warum? Da steht 5,50 Euro, so hat er mich angelockt, ich stehe da hin, er sagt 9 Euro. Wir gehen gleich zum Auftritt von Maitre Gims um 23 Uhr oder so. Wie spät ist es? Und ich würde sagen, wir gehen ab zum nächsten Jinx. Junge, wir hatten noch so einen krassen Tag. Wir waren auf dem Konzert von Maitre Gims. Viele werden ihn kennen. Hier ein kurzer Ausschnitt vom Konzert. Okay, auf jeden Fall war das ziemlich krass. Wir haben 5.28 Uhr und die anderen sind immer noch feiern. Ich bin leider, ich bin zurückgekommen, weil meine Ohren einfach gepiepst haben und der Typ ist einfach krass, dieser Maitre Gims. Egal, wir sehen uns beim nächsten Tag. So Leute, mir ist gerade eine teuflische Idee eingefallen im Hotel. Und zwar, hier sind ein paar Türen offen, die waren zu dumm oder zu besorgt, um die Tür aufzuschließen. Wir werden die jetzt zerstören. Den ganzen Boys. Das war der Modell. Guck mal. Junge, was ist los mit euch? Warte, ich dreh dich durch. Allahu Akbar! Allah! Auf jeden Fall, Leute, gehen wir zum MHD-Konzert. Ich bin mega gespannt, wie ihr das macht. Und lassen den Abend langsam ausgehen, weil wir müssen morgen schon um 8 Uhr morgens weg. Ja, ich denke mal, dass wir die ganze Nacht durchmachen werden. Ja, vielleicht randalieren wir nochmal das Hotel, nö. Auf jeden, Junge! Mit dem größten Radikalen. Auf jeden, Mann! Auf jeden Fall, Leute, gehen wir jetzt ab zum Konzert. Ich bin mega gespannt. Pass auf. Und ich wurde fast überfahren. Go. AK1 K, du Pisser. Wo warst du Bushido fahren? Bushido ist ein Ehrenmann. Habe halt dich fest, Digga. Was? Fetzen. Joni ist am Fetzen. Joni hat Flatter. Wenn du mir jetzt sagst, dann bin ich jetzt. Hast du gemerkt? Hört ihn, ne? Que cuentan con detectores de humo. Recuerde que todos los dispositivos electrónicos de mano deben permanecer en modo avión o apagados durante todo el vuelo. Also for safety reasons, the captain may require all electronic devices to be switched off and secured at any time during flight. Also, das mit dem Fliegen ist ja nicht so meins. Seins auch nicht, glaube ich. Das war nicht mit dem Schiff fahren oder so, Digga. Kriegen wir noch alles hin, Leute, getroffen werden. Glaub mir aufs Wort, Mann. So, Leute, was ich noch sagen wollte. Spanien war cool, Mann. Lorette war cool, alles super. Aber Lorette ist jetzt nicht so was für die Leute, die entspannen wollen oder so. Lorette
richtige Party meiner Meinung. Ich war der einzige von uns allen, der jeden Tag feiern war. Für Leute wie Hubble, schwul sind und nicht feiern gehen wollen, kann ich nur eine andere schöne Stadt empfehlen wie Barcelona. Extrem schöne Stadt Barcelona, ist heftig schön, heftig schön. Jo Leute, das war's mit dem Vlog, das war's mit der Zeit in Lorette. Wir haben die genossen, ne, Michel? Ja. Das war auf jeden Fall eine geile Zeit. Wir waren auf dem MHD-Konzert und auf dem Metal Games Konzert auch noch, wie ihr es im Video seht. Das war übertrieben heftig geil. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr Vlogs von uns sehen wollt, dann 5000 Daumen nach oben, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.